Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stadion-Vlog auf meinem Zweitkanal, Roski. Und ihr habt es richtig gesehen, es ist der Adler auf der Brust, der erste EM-Stadion-Vlog. Heute ist das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland. Ich weiß nicht, ob ich jemals so im Nationalmannschaftsfußballfieber war, also seit der WM 2014 auf jeden Fall safe nicht. Wir gehen jetzt gleich ins Stadion, machen uns auf den Weg. Ich habe richtig, richtig Bock. EM-Eröffnungsspiel. Ich war noch nie bei einem ausverkauften WM- oder EM-Spiel von Deutschland tatsächlich. Ich war nur einmal bei der EM 2021, aber das war ja noch so alles unter Corona-Auflagen und irgendwie nur jeder dritte Platz war besetzt. Also Hype ist da. Abonniert den Kanal gerne kostenlos, denn hier wird es richtig geilen Stadion-Vlog-Content zur EM geben. Könnt euch drauf freuen und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Let's go. Wir sind Primo und Amigo. Schluss. Für Deutschland. Ah, da sind wir. Münich, man sieht schon hier. Schönes Wirtstrikot. Freunde, ich habe es gerade schon zu Finn gesagt. Ne? EM im eigenen Land, Eröffnungsspiel. Musiala und Wirtz müssen. Jurik, Baby. Let's go. So, der Adler auf der Brust ist gelandet. Sag ich mach mal Wortspiel. Baba. Übersetzung war scheiße. Phil und ich sind keine 48 Stunden auf deutschem Boden. Man hört es auch, wir kommen aus Mallorca. Und ey, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so krass erlebt habe, dass EM-Hype da ist. Ne? Auf Malle auch die ganze Zeit, Junge. Ja. Wir haben so Bock, wir bringen jetzt einmal nur ganz kurz unsere Sachen ins Hotel. Und dann geht's direkt rein an die Playa. Ah, nee, ist ja gar nicht mehr. Ist ja nicht mehr an die Playa. An die Fanzone. So, ihr seht natürlich auch schon, die ganzen Hoststädte von der Europameisterschaft sind natürlich auch in Schale geworfen. Auch der Bayern München Fanshop hier hat ein bisschen auf Deutschland umdisponiert. Schau mal hier, das ist aber echt geil, ne? Ich finde, die Trikots gehen brutal hart von Italien. Die haben ja noch Belgien. Dann sind es hier so diese normalen Euro-T-Shirts. Also ich finde die Italien-Trikots dieses Jahr, vor allem das Weiße. Boah, ich überlege sogar echt, das zu kaufen, aber es ist nachher ein schlechtes Omen. Nachher gewinnen die wieder in unserem Land einen Titel. So, das wird jetzt reingeshoppt. Das hier, leider nicht in meiner Größe da gewesen. Das hier, schwer, habe ich schon zu Hause. Es ist jetzt das schöne Teil geworden. So, und da sind wir auch schon. Guck mal, da hinten machen schon die ersten Leute Fotos mit dem EM-Pokal. Und hier sieht es natürlich auch schon so ein bisschen nach Europameisterschaft aus. Digga, ich bin hier mit einer Bayern-München-Tüte. Ich habe Deutschland-Stuff gekauft, ne? Also, weiß ich ja jetzt nicht. Ich sag euch ehrlich, Freunde, ich weiß immer noch nicht so ganz, wohin die Reise bei mir geht, so hype-technisch. Einerseits habe ich Deutschland als Europameister getippt und bin komplett im Boot. Ja, die letzten beiden Testspiele waren jetzt schwer. Ich glaube, es war gut so für die Stimmung der Mannschaft, dass man das letzte gewonnen hat. Aber ich bin auch dabei, ne? Die ganze EM steht und fällt mit dem Spiel heute. Safe. Ja, 100%. Wenn die das verkacken, kannst du das Buch schon wieder zumachen. Ich hoffe es nicht. Ja, bitte pusht euch einfach. So, 17.35 Uhr und wir nehmen uns jetzt ein Taxi. Guck mal hier, alles Deutschland. Ey, das ist wirklich so cool, ne? Egal, wo ich hier hingucke, das ist alles Deutschland. Nehmen wir ein Taxi da hinten, oder? Wow, und das ist warm. Ich habe auf Malle meine Sonnenbrille verloren, so eine Scheiße. Egal, wir gehen jetzt rein, neues T-Shirt ist auch an. Und boah, ich habe so Bock auf den Vibe vor Ort, da bin ich sehr gespannt drauf. Hallo, einmal zur Allianz Arena dann bitte. Ja, gerne. Danke. Freunde, schaut euch das mal hier an, wir wollten eigentlich noch zum Marienplatz. Aber das Ding, perfekt, wird hier gerade so krass von Schotten übernommen. Die haben einfach den Zufluss dazu gesperrt. Man kommt da einfach nicht mehr rein. Ihr müsst euch das mal geben, ne? Es ist 3,5 Stunden vor Anpfiff und die haben einen öffentlichen Platz schon zugemacht, weil der Ansturm so krass ist. Wir fahren jetzt deshalb auch, obwohl es jetzt noch 3 Stunden 20 zum Anpfiff sind, direkt zum Stadion, weil da gibt es ja auch so eine Fanzone und so. Und ich glaube, da werden wir auch einiges sehen. Das ist echt krass, ne? Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so gesehen habe. Ich hab so Bock, Alter. Ich hoffe, wir werden nicht gebrochen. Das wäre hart. Oh, Baby Boy. Wir sind da. Und hier ist schon richtig dick was los. Also für Deutschland aber, oder? Ja, klar, natürlich gerade für Deutschland.
Sag mal dein Ergebnis, was tippst du? Also Ergebnis genau habe ich nicht gegeben jetzt, aber zwei, zwei schon, also drei Tor. Also ja, hoffentlich, ey. Hoffentlich, genau. Hoffentlich. Quittung braucht ihr? Nee, brauchen wir nicht, danke. Dann viel Spaß. Vielen danke, danke. Ja. Jo, machen wir. Danke dir. Ciao. So, wir sind da und wir gehen rein. Boah, ich weiß nicht, ob ich jemals so früh war, ne? Es ist jetzt gerade 18.03 Uhr und ab 18 Uhr ist Einlass. Und ihr seht, für 3 Stunden vor Anpfiff kann man machen. Und wir gehen jetzt ins Stadion. Mal gucken, was da so abgeht. Ich glaube, wir snacken auch noch mal schön was rein hier. Ach, guck mal, und die Schotten. Geil, Alter. Alle in Deutschland-Trikots, Schotten auch schon gesehen. Guck mal, hier rechts haben wir wieder einen. Die haben ihre, ich weiß nicht, wie man das nennt, Röcke an. Safe wäre ich geflamed in den Kommentaren, aber ihr wisst, was ich meine. Sieht cool aus. So, wir machen jetzt tatsächlich aber nochmal einen Dreher, weil wir wollen einmal gucken, was so vor dem Stadion abgeht. Also vor den offiziellen Einlässen, weil wenn wir jetzt hier reingehen würden, wären da nur Leute, die ein Ticket haben. Wir wollen aber mal gucken, ob halt vor dem Stadion noch ein bisschen was abgeht. Mal schauen, vielleicht haben die da ja so eine kleine Fanzone oder so aufgebaut. Schauen wir jetzt einfach mal. Oh, Ticketing, guck mal, ob du noch eins kriegst. Ich glaube, die Dinger sind... Ja, ich glaube, das wird schwer. Bei unserem letzten Heimturnier sind wir übrigens auch hier in der Allianz Arena ins Turnier gestartet. War damals ein 4:2 gegen Costa Rica. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid. Ich bin 98er Jahrgang. Ich war halt damals so 8 Jahre alt. Das war so cool damals. War natürlich nicht im Stadion, sondern habe mit meinen Eltern im Garten geguckt. Aber es war so geil. Philipp Lahm damals, schön einen reingelegt. Das war auch die erste WM, an die ich mich so wirklich erinnern kann. Ja, 2:2 bin ich auch raus. Mit 4 Jahren schwierig. Es wäre krass, wenn ich es mit 4 Jahren hingekriegt hätte. Stimmt. Ja. Und dieses Parksystem hier, ne, unter der Allianz Arena ist komplett verrückt. Einfach alles unter der Allianz Arena ist quasi so ein großes Parkhaus. Und wir müssen einmal komplett da. So, einen langen Fußweg später sind wir am Anfang der Fanzone hier vor der Allianz Arena. Schaut mal, sehr viele Deutschland-Trikots. Ein paar Schotten haben wir auch schon gesehen. Und da hinten sehen wir das Ding schon am Horizont. Mal gespannt, ob hier vielleicht noch so 1-2 Sachen aufgebaut sind. Guck mal hier, ist aber alles sehr freundlich. Deutsche, Schotten, alle nett hier. Also ich sag euch ehrlich, es hat sich nicht gelohnt, einmal aufs Stadion zu gehen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dieser Fanzone, weil wir dachten eigentlich, dass hier überall so ein paar Stände sind und so. Aber es ist legit einfach nur ein langer Weg ins Stadion. Ja, Baby, was geht, was geht? Ja, machen wir sofort, ja. Alles gut, alles gut, alles gut. Naja, aber ich habe gedacht, es ist ein bisschen mehr. So, jetzt können wir ein Foto machen. Chef, jetzt musst du mir aber auch sagen, wie das Ding ausgeht hier. Ich sag 2-0 Deutschland. 2-0 Deutschland, ja. Wer macht unsere Tore? Links. Ich sag Havertz. Havertz? Dein Wort in Gottes Ohr. Mach's gut, ciao, ciao. Guck mal, in was für eine Legende ich hier reingestolpert bin. Ich kenne dich nur besoffen eigentlich. Ich bin gerade nüchtern. Noch. Ich brauch deinen Tipp, komm, gib her. Okay, Tipp, jetzt kommt ein Abgefahrener, aber er ist umso cooler, wenn er stimmt. 6-1 Deutschland. Wenn das passiert, was ist dann? Übernehme ich die Kosten für dein Ticket. Boah, krass. Wir sagen nicht, wie viel das Ticket gekostet hat, aber du übernimmst es. Yeah, und ich würde, also es hat so viel gekostet, dass ich mich sehr freuen würde. Okay. Okay. Okay, wir haben hier ein paar korrekte Shots getroffen. I need your match prediction. Match prediction. 2-1 Scotland. Ja, yeah, who will score? John McGinn and Scott McTominay. Okay, let's have a good game, guys. Thank you. Cheers. Thank you. Enjoy. Hey, jetzt mal ohne Spaß. Warum sind Schotten eigentlich solche verdammten Könige, Alter? Alleine wie die schon reden, das ist so geil. Das war alle gut drauf. Ja. Oh, fucking let's go, mate. Ich frag ihn so, ja, können wir Match Prediction machen? Ja, fucking let's go, mate. Ja, machen wir. Also nochmal, was das Thema, mit dem ums Stadion rumgeht, angeht. Das war eine richtige Scheißidee, ne? Er ist komplett voll. So, es ist ein Ende in Sicht. Ist gut. Und rein da. Wir sind drin, Junge, wir sind drin. Okay, tatsächlich sind die Sicherheitsvorkehrungen so, dass das, was wir als Fanzone erwartet haben, hier hinter den Barrieren ist. Guck mal, hier haben wir irgendwie einen Shop von Lidl. Hier gibt's Trinken. Ah, guck mal. Ist ja wenigstens ein bisschen das, was wir gesucht haben. Hier haben wir auch schon die ersten Fernsehteams. Alles voll. Alle sind ready fürs Spiel. Und hier links zeige ich euch noch die Gerd Müller-Statue. Ist ja eine bayerische und auch deutsche Fußballlegende. Sehr, sehr cool geworden, meiner Meinung nach.
das ist geil. Schottland und Deutschland Arm in Arm, Alter. Ich feier den Vibe hier, das ist richtig nice. Also bis jetzt auf jeden Fall alles friedlich, freundschaftlich, auch mit den Schotten, irgendwie richtig geiler Vibe. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Stadion rein, let's go. Wir sind drin, Baby. Wir sind drin, Baby. Wir sind drin, Junge. Über 2 Stunden noch bis zum Anpfiff. Guckt euch das an, Alter, was hier los ist. Guck mal hier, einfach einer mit der 24 Germany. Was ein Macher. Das ist ja sympathisch. Also, ich gebe euch trotzdem jetzt hier nochmal einen kleinen Tipp für die nächsten EM-Spiele. Geht in diese offiziellen Fanzones. Hier in München haben sie es irgendwie scheiße geplant. Da war der Olympiapark und ich glaube der Marienplatz. Die waren beide komplett full. Die haben da zwischenzeitlich keinen mehr reingelassen. Hier vorm Stadion, also so richtig Fanzone habt ihr halt nur, wenn ihr ein Ticket habt. So, ne? Dann gehst du einmal durch die Absperrung, dann hast du da noch so ein paar Shops. Dann ist schon ganz cool, aber fahrt nicht zu den Stadien, wenn ihr keine Tickets habt. Weil das lohnt überhaupt nicht. Ne? Also merken, macht nicht den Fehler. So, 232 Block K. Hier müssen wir rein. Oh, es ist der magische Moment. Es ist der magische Moment. Alter! Oh shit, Junge. Und rechts sind die ganzen Schotten. Was sind das für Plätze? Fuck, Alter. Junge, wir werden ja so reingehen, Alter. Oh. So, was haben wir hier? Reihe 18. Wir haben ein großes Problem. Wir haben die Tickets halt spontan bekommen. Und wir sitzen eine Reihe auseinander. Das ist genau da, wo der weiße Stuhl ist. Genau wo Scheiße. Ey, wir versuchen es gleich irgendwie zu ribbeln. Ich ripp mich gar nicht auf, wir haben Öffnungsspiel. Also. Sag ich auch, ehrlich. Die könnten mich auch da ganz oben aufs Dach setzen. Ehrlich, passt auch. Ey, Plätze sind gesichtet, Plätze sind Weltklasse. Wir holen uns jetzt aber noch mal ein bisschen was zu essen, was zu trinken. Das Geile ist, der Innenbereich in der Allianz Arena ist auch relativ großräumig alles. Und wir haben jetzt natürlich auch noch 2 Stunden vor dem Anpfiff. Da kann man jetzt hier mal schön einen aufladen. Dankeschön. Oh, lecker Schnitzelbrötchen. Eingemastet. Lecker Bierchen und lecker Pommes. German Schnitzel. Ey, war gut. Jetzt ehrlich, war super. Der Schnitzel ist geil. Stopp. 1,5 Stunden jetzt noch bis zum Anpfiff. Wir sind bereit, Alter. Und die ersten deutschen Spieler sind auf dem Platz. Sehr geil. Also jetzt mal im Ernst, ne? Aber wie hart gehen diese Trainingsanzüge? Die sehen alle, boah, hier, die sehen alle so fresh aus, Mann. Ey, wir sitzen hier auf jeden Fall direkt bei den Schotten und die sind asi-korrekt. Richtig, richtig geile Stimmung. Ich habe auch hier gerade mit so einem Ehrenmann ein Foto gemacht, der hier vor uns sitzt. Guck dich mal dieses Outfit an, Junge, was ein Macher. Eine Stunde vor Spielbeginn, die Aufstellung ist da. Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt. Andrich Groß, Gündogan, Musiala, Wirtz und Havertz. Also keine großartigen Überraschungen. Ich hoffe, es funktioniert. Also die Testspiele im März waren überragend gegen Holland und gegen Frankreich. Gegen Ukraine fand ich die Mannschaft auch sehr gut. Hat es leider nicht für ein Törchen gereicht. Dann jetzt das letzte Testspiel. Schwer, muss ich sagen, gegen die Griechen. Trotzdem am Ende noch gewonnen. Ich hoffe einfach, dass wir positiv ins Turnier reinstarten. Mit einem Sieg. Das ist die halbe Miete fürs Turnier. Einfach mit einem guten Gefühl. Endlich mal wieder in so ein Turnier zu starten. Oh, die schottischen Keeper sind da zum Ball machen. Oh, da kommt Manuel Neuer und die Deutschen. Let's go, Junge. Deutschland, Deutschland, Deutschland. So, Freunde, ich habe Bierdienst bekommen. Das Problem ist, das Ding ist scheiße voll. Die Aufstellung sind da. Die Nummer 4. Jonathan! Tor! Die Nummer 7! Kai! Havertz! Mit der Nummer 8! Toni! Groß! Jawohl, Junge, komm, Toni! Ey, wir haben Fit verloren. Guck mal, da hinten ist er. Müssen leider heute auseinandersitzen. Aber egal, Hauptsache Eröffnungsspiel. Und jetzt kommt die Aufstellung der Schotten. Ey, wenn man sich die Aufstellung der Schotten so gibt, ne? McGinn, Tierney, McTominay, McGinn. Da läuft halt schon auch gut Premier League-Erfahrung mit rum, ne? Also das ist jetzt nicht, dass das so ein Gammelspiel hier wird. Also ohne Spaß. Ich glaube, man darf die echt nicht unterschätzen. Also
Ich glaube zwar, dass wir gewinnen, aber das ist kein easy Snack. Das ist kein einfacher erster Gegner. Wir werden sich hinten reinstellen. Schottland ist noch nie weitergekommen in einem europäischen Wettbewerb oder bei einer WM. Dementsprechend, hey, die nehmen die Underdog-Rolle so an. Das wird ein schwieriges Spiel für uns. Egal, guckt euch das an. Die Schotten, Alter. Schaut euch das an. Hier baut sich die Choreo auf. Ich bin auch mit am Start. Geil. Also ich weiß nicht, ob ich doof bin, aber irgendwie schmeißen ja alle schon ihre Choreo-Dinger weg. Und ich dachte, die wären eigentlich für das Ding jetzt hier gleich. Aber die ballern schon alle ihre Dinger weg. Nee. Das war's. Eine Minute gegen das Ding. Ja, gut. Boah, ich hoffe, das klappt jetzt, ey. Ja. Wir haben uns jetzt auch nochmal nebeneinander getribbelt. Ich hoffe, jetzt kommt auch keiner mehr. Ja, sonst wäre bitter. Perfekt. Man soll jetzt sein Choreo-Teil hochhalten. Und die Schotten haben einfach initiiert, dass keiner mehr hat. Ich habe meins auch weggeschmissen. Hey, aber da links sieht geil aus. Aber die Schotten haben reingeschissen. Ihr seid die Vierte. Let's go. Vamos. Okay, finish one tip. Jetzt wo wir wieder vereint sind. Jetzt wo wir wieder vereint sind, brauche ich einen Tipp. Ich habe gesagt, Schottland schießt relativ cool das 1-0. Wir sind gebrochen, aber Deutschland gewinnt 4-1. 4-2, wie damals gegen Costa Rica bei der WM 2-6. Deutschland, Deutschland. Sehr schön nochmal gedenken an Franz Beckenbauer. Das sind die Kapitäne der EM-Titel, die Deutschland geholt hat. Franz Beckenbauer ist nun verstorben. Dafür ist seine Frau da. Rest in peace an diese deutsche Fußballlegende. Oh, Digga, ich hab so Gänsehaut. Park! Gänsehaut. Es geht los! Let's go! Let's go! Damals! Zum Team Schottland! Deutschland! 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 Let's go! Guckt euch das an! Es ist wunderschön. Rechts die Schotten auf. Boah, geil. Meine Beine! Ich hab so Bock, Mann! Mach fertig jetzt, ich bin bereit! Junge, Robert Andrich. Der Mann hat noch vor einem Jahr bei mir im Stream B-Pong gespielt. Heute brauche ich eine dreckige Leistung auf der 6. Ich will was sehen. Los!
gut direkt. Komm, komm mal. Ja! Schade. Schießer Tor! Schießer Tor! Auf geht's, Leute, Schießer Tor! Sehr gut. Sehr gut. Geiler Ball. Geiler Ball für mich. Gut, Kimmich. Ball. Junge! Pfeif das doch! Ja, es ist ein Handballspiel, ne? Es ist Handball. Boah! Geduldig bleiben. Ja! Nimm ihn! Ja! 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 Ja, Junge! Ja, Mann! So wichtig, so ein Turnier zu starten. Yes, man. Stark, stark Übergang. Geiler Ball, komm Junge! Mein Herz, Junge! Mega! Wie ich es immer gehofft habe, Wils X Musiala. Oder es ist ein feuchter Traum, es ist so geil! Oh, Junge, macht er den gut! Durch den Spieler mit der Nummer 10, Jamal! Musiala! Oh, wie ist das schön! So was hat man lange nicht gesehen, so schön! So schön! Gleich umgehauen, Junge! Was passiert hier? Oh, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Was passiert hier? 25. Minute, wir führen 2-0 und Elfmeter. Ich kriege gleich einen Kollaps, Digga. Ich schwitze hier immer noch den Malle-Alkohol aus, glaube ich. Oh, VAR, check nochmal. Es muss ein Elfer sein, sag ich so, wie es ist. Also. Das sah von hier so deutlich aus. Oh, ist außerhalb. Scheiße! Ist außerhalb des Strafraums. Ah, scheiße! Hey, Finn! Ja. Den Kopf in Sand stecken. Der Toni knallt ihn rein. Nicht lang Schnack in Kopf hinab. Nee, der Toni knallt ihn rein. Toni, 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 Toni. Komm, Junge. Die Männer haben getüftelt. Macht da irgendwas. Oh! Ja, aber auch gut, ey. Schießer Tor. Schießer Tor. Alter. Wir spielen der Tiki-Taka am Strafraum und es ist wirklich krank. Ole! Ole, ole, ole! Super Deutschland! Super Deutschland! Super Deutschland! Ole, ole! Das Musiala da macht, ne? Gündogan wurde richtig umgetreten. Boah, da hat es richtig gerasselt. Boah, wird sogar der Elfer gecheckt. Ich glaube auch, Gündogan wurde da richtig umgetreten. Aber ich glaube, das war Press, oder? Ist auch nicht richtig gesehen, ey. Chiri geht raus und guckt sich an. Und Gündogan liegt immer noch. Das wäre richtig bitter. Elfmeter!
Ja! Ja! Ey, den jetzt reinmachen, ne? Das wäre so wichtig. Den jetzt reinmachen, Alter. Dann kann das hier richtig was werden, Mann. Und glattrot! Glattrot, Alter! Doppelbestrafung, Alter. Das ist geisteskrank. Glattrot. Komm, Kai, Junge, mach ihn. Komm, Kai. Machst du, Junge, machst du. Komm, Junge. Komm, Junge! Ja! Ja! Wichtig, Junge, wichtig! Was geht hier ab, Alter? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Wichtig, wichtig, wichtig! Oh, 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 oh! 3-0 und eine Rose. Halbzeit! Drei Null, Alter! Junge! Junge, das geht ja runter wie Butter! Geil! Was eine erste Halbzeit! Also, ich habe ja mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Was eine Explosion dieser Mannschaft! Krank, krank! Junge, ich bin einfach ein glücklicher Mensch gerade. So, Detail-Halbzeitanalyse. Wir werden Europameister. Ich saß ja schon die ganze Zeit im Boot. Sitze ich vorne mit zwei Rudern und schieb das Ding an, Alter. Junge, was eine Halbzeit. Es ist so krank. Scheiße, wie haben wir die auseinandergenommen, Junge? Die konnten nichts machen. Ich sag dir ehrlich, da ging nichts bei Schottland. Substitution for Germany. Andrich geht runter. Hat sie eine gelbe geholt, ne? Wir sind auf Sicherheit. Ja, ja. Good job, ne? Nicht so reinlutzen da. Die spielen komplett einen auf. Guck dir's an. Ah, die Idee war gut, ne? Deutschland! Die kontrollieren das Spiel so krass, ne? Wahnsinn, wie gut die das spielen. Musiala. Wow. Wir brauchen Kompass. Wow. Ja, es passiert wieder. Junge. Junge. Das ist so gut, Alter. Was ist das? Ja, nimm ihn. Aber zum Witz gehen, runter. Ganz, ganz stark. Stadion steht. Florian Wirth is being replaced by player number 19, Leroy Sané. Ja, fast direkt eingemacht. Toni Kroos gut hier. Geisteskrank. Oh ja. Wow. Guck mal, der Mann hat trotzdem seinen Spaß hier. Geil, Alter. Was eine Legende, Junge. Ja! Was für ein geisteskrankes Tor, Junge. Alter! Oh, 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 oh. Germany! Oh, 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 oh. Was geht ab, Alter? 0-5-0. Krank, Alter. Wie haut der denn da rein, Junge? Alter! Durch den Spieler mit der Nummer 9 durch Niklas! Füllkuh! Oh, ist das schön! So was hat man lange nicht gesehen. So schön! So schön! Thomas Müller! Thomas Müller! Guck mal, da steht der Mul. Ja, ja. Müller kommt! Musiala! Thomas Müller!
ist er. Scheiße ist es. Schade. Aber ich würde sagen, 4-0 geht auch klar. Das ist auch etwas, womit man arbeiten kann. Komm, wir wirklich nicht drauf klar, was hier passiert. Ja, ich sag dir ehrlich, ne? Trotzdem so eigenweilig, Spiel, so eigenweilig das Erlebnis. Deutschland präsentiert sich so gut. Ja. Das freut mich wirklich richtig krass. Ja, Mann. Du kriegst das Grinsen einfach nicht aus dem Gesicht raus, ne? Aber die Schotten sind geil, Junge. Die machen hier ein Tor, ein 1-4 und jubeln, als hätten sie das 1-0 gemacht. Und das war ein richtiges Scheiß-Tor. Ei, was ein Ping-Pong. Was für geile Leute. Was für ein Auftaktspiel, was für eine Stimmung, auch die Schotten, wir saßen ja ein bisschen näher dran hier, Wahnsinn, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht so ausgemalt. Ich muss mich mal kurz sammeln, dann gibt es gleich ein Matchfazit, wenn wir aus dem Stadion raus sind, aber das war sehr, sehr gut. Ey, Finn, Charakter. Ja, Toni Kroos hat einen Fehlpass gespielt. 101 von 102 Fässen an den Mann gebracht. So ein Baller sein. Krank wirklich. Wirklich gesagt. Das geht hart. So, mit einem schwarz-rot-goldenen Stadion im Rücken. Ich hoffe, man kann es einigermaßen noch erkennen. Geht's jetzt erstmal ins Hotel. Was ein Erlebnis, Alter. Was ein Spiel. Ja, ehrlich. Ciao. So, wir sind am Hotel angekommen. Wattenritt, ey. Machen uns jetzt direkt auf den Weg ins Bett. Morgen früh geht's direkt zurück. Wenn ihr das Video hier seht, könnt ihr euch auch so gegen 10 Uhr, 10.30 Uhr direkt auf den Stream freuen. Da sprechen wir dann auch nochmal über das Spiel. War auf jeden Fall sehr geil. Und wenn's euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, würde ich mich sehr freuen. Abonniert den Kanal hier kostenlos, um keine weiteren Vlogs zur Europameisterschaft zu verpassen.
Da wird es noch einige geben. Ich habe nämlich gegambelt. Und zwar, wenn Deutschland Gruppenerster wird, bin ich beim Achtelfinale und dann auch beim Viertelfinale und dann auch beim Halbfinale. Ich habe alles auf den Deutschland wird Gruppensieger-Turnierbaum gesetzt. Also schauen wir mal. Spiel war richtig, richtig krank. Deutschland hat alles rasiert. Also Musiala und Wirtz, auch Gündogan, der in Frage gestanden hat. Gestanden ist? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt schlafen. Wir sprechen morgen im Stream detailliert drüber. Bis dahin, macht's gut und gute Nacht. Ciao, ciao.